Champions League. Kann er auch heute wieder als Torschütze erfolgreich sein? Warten wir es mal ab. Er hat sich natürlich eine Menge vorgenommen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo und willkommen zu diesem Spiel. Wir sind in der K.O.-Runde angekommen in der diesjährigen UEFA Champions League. Jawohl, Hinspiel im Achtelfinale. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Hinspiel der UEFA Champions League. So langsam wird es ernst. Ja, und so langsam wird der Kreis der Titelkandidaten immer kleiner. So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist so langsam die Runde. Da hast du fast nur noch Klassiker, legendäre Duelle. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Wir sehen sie heute in einem 4-3-3 mit falscher 9. Und damit der Stürmer in der Mitte etwas zurückgezogen. Da geht es entsprechend darum, spielerisch mit Kombinationen zum Erfolg zu kommen. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. So, und jetzt beginnt die UEFA Champions League in diesem Jahr erst so richtig. Nämlich mit dem Achtelfinal-Hinspiel. Und jetzt gucken wir mal, was kommt nach der Vorrunde. Brahim Diaz. Modric. Dani! Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Ramos hat den Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Buschi, deine Einschätzung zur heutigen Partie, was denkst du? Also ich sehe Real ganz klar vorn, alles andere. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen sie aufpassen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Wird's jetzt gefährlich? Dani. Modric. Lucas Vázquez. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Luka Modric. Da kommt der Schuss. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Fängt diesen Ball ab. Klasse Zuspiel. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Dick wäre da toll.
Stark vom Verteidiger. Da wäre Platz für den Konter. Brahim Diaz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da ist Platz. Er macht das Spiel schnell. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Brahim Diaz. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da setzt er sich gut durch. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich geworden. Jetzt Carvajal. Brahim Diaz. Modric. Den Freistoß bekommt Real Madrid. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt rein. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ballverlust. Lucas Vázquez. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Jetzt ist die Kugel weg. Modric. Super dazwischen gegangen. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Jetzt Modric. Er schießt. Klasse gemacht. Stark geblockt. Lucas Vázquez. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Dani. Lucas Vázquez mit Platz. Modric. Er spielt den Pass zurück. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Bisher kommt Real Madrid nicht so richtig ins Spiel. Da fehlt der Zug zum Tor. Marcos Llorente. Grimaldo. Brahim Diaz. Und jetzt die Chance. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Kurze Ecke jetzt. Da ist die Flanke. Ganz souverän hier vom Torhüter. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Also er kann sicher mehr.
Bisher spielt er keine große Rolle. Die zweiten 45 Minuten gehen los. Jawohl, Wolf, in diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Es ist die erhofft intensive Partie. Pass auf die Außenbahn. Da kommt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ball im Aus, Eckball gegen Real. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Von ihm kommt heute definitiv zu wenig. Er kommt nicht in die richtige Schussposition. Jetzt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Marcos Llorente. Lucas Vázquez. Chance zur Führung. Kein Tor. Tja, nicht die Führung. Weiter dieses enge Spiel. Haben sie sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ist es das? Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Da kann er klären. Da bekommt er Unterstützung. Flanke jetzt. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Real Madrid will jetzt wechseln. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Dani. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Da ist Platz für Carvajal. Jetzt eine gute Flanke. Jetzt schießt er. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Modric. Lucas Vázquez. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Er nimmt das Risiko, wird aber nicht belohnt. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Und da ist der Ball wieder weg. Sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder Real. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. So, Real Madrid will wechseln. Abgepfiffen, das war Abseits. So, wir sehen, Zinedine Zidane möchte wechseln. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Schussversuch.
Sie haben die Führung. Das ist Wahnsinn. Was spielen die hier heute auf? Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und mit diesem Treffer sind sie vorne. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Du? Nein, doch keiner. Wahrscheinlich sie selbst noch nicht mal. Jetzt heißt es aber vor allem eins: Ruhe bewahren. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Modric. Nun Ramos am Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Bei Real Madrid dürfte es gleich einen Wechsel geben. Klasse da, wie sie die Räume zustellen. Ramos hat den Ball. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders, so eine Grätsche musst du unterbinden. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch, er bringt einen neuen Mann. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Zuspiel. Achtung jetzt. Super Pass. Jetzt wird's gefährlich. Er zieht ab. Oh, da trifft er. Jetzt vielleicht. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Sie hätten gerade ihren Vorsprung ausbauen können, aber es war nur der Alu-Treffer. Jetzt wird es noch mal laut hier im Bernabeu. Den Freistoß bekommt Real Madrid. Da passt er auf. Ball geklärt. Modric. Könnte der Ausgleich sein. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Stark vom Torhüter. Ihnen fehlt ein Tor, aber jetzt Ekman. Kurz ausgeführt. Die kurze Variante. Auf der Linie. Das wird Ecke geben. Gute Chance für Real. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball an den kurzen Pfosten. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Gut geklärt. Das war wichtig. Da ist jetzt Platz. Sie bieten sich an. Das war knapp. Casemiro. Modric. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Es wird noch mal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück.
Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie noch mal nach vorne. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Chance jetzt. Ganz stark abgeblockt. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Der Ball kommt rein. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Ist das bitter. Und das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Er macht den Ball hier ins eigene Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Modric. 2-0. Das ist der Endstand heute. Das ist natürlich das Ergebnis, was sie sich erhofft hatten in diesem Hinspiel. Ja, es gibt also den Sieg. Ist eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Sie haben es in der Hand. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Er hat heute sein Tor gemacht. Hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude, keine Frage.